Hiho und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Transport Fever 2 hier in unserer wunderschönen Großstadt. Ja, ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal so ein bisschen nicht nur von der On-Top-Perspektive, sondern auch mal kurz noch rein, auch wenn dadurch die FPS dann ein bisschen einbrechen. Ja, wir sind wieder hier. Wir haben hier in der letzten Folge einen schönen Bahnhof gebaut und ich höre mal wieder auf ein paar Kommentare. Ja, und mache direkt noch ein bisschen Eigenwerbung. Schaut doch auch mal bei meinem Tropico-Let's Play vorbei. So, wir nennen jetzt hier die Stadt um in Tropico. Dann haben wir hier immer ein bisschen Werbung mit drin. Und vor allem Tropico ist einfach ein schönes Land. Ja gut, hier haben wir jetzt leider keine Insel. Ja, wie das da der Fall ist. Und wir haben hier auch keinen ganz so autoritären Staat wie bei uns. Aber hey, Tropico ist einfach lustig. Gut, dann wollen wir uns mal weiter um den Hauptbahnhof kümmern, wo wir ja auch schon ein bisschen Geld einnehmen und, da warten, glaube ich, gerade etwas viele Fahrgäste darauf, transportiert zu werden. Das gleiche gilt auch für dort unten, wenn ich das richtig sehe. Wo wollen die alle hin? Die wollen alle Richtung Südstadtzentrum. Ah, okay. Ja, gut, da ist dann wohl die Tram ein bisschen unterfordert jetzt. Was mich ja bei Transport Fever gerade so ein bisschen triggert, ist die niedrige FPS-Zahl. Aber naja. Gut, die werden dann vermutlich, ja genau, die wollen alle hier in diese Richtung mit unserer U-Bahn fahren. Ja, dürfen sie ja grundsätzlich machen. Wäre halt praktisch, wenn sie da auch noch die Tram weiterhin nutzen würden. Aber okay, wenn sie meinen, sollen sie. Gut, ja, wir wollen wie gesagt hier einmal durch und ich muss mir hier erstmal wieder anschauen. Aktuell fahren ja unsere Züge bis hier vom Shuttle. Ja, das müsste man dann zum gegebenen Zeitpunkt noch weiter verlängern nach hier hinten. Und wir wollen natürlich auch von hier hinten dann auch noch die Bahnstrecke weiterführen bis Lummerländchen. Ich glaube, da haben wir nämlich auch nichts. Genau, wenn man hier einen Linienmanager, unser Fernbus, der fährt da einmal außen rum. Wir wollen aber hier einmal die Direktverbindung haben. Ja, das heißt, wir brauchen hier irgendwo einen Bahnhof. Genau, Gebäude. So, da brauchen wir auch keinen großen Bahnhof, da brauchen wir eigentlich einfach eine Haltestelle. So, zwei Gleise, 160 Meter, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ja, komm, doch, Bahnhofsgebäude kann man schon noch mitnehmen. 160 Meter Hochgeschwindigkeitsgleise, würde ich sagen, nehmen wir. Ja. Bauen wir dann einfach mal nach da. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Machen wir einfach noch einen etwas längeren Bahnsteig. Und dann hoffen wir mal, dass wir da drüber kommen. So, wir wollten Hochgeschwindigkeitsgleise. Das sollte kein Problem darstellen. Tempo 200 ist auch definitiv ausreichend für diese Strecke. Oh, steigen zu groß. Okay, dann muss die Straße halt doch weg. Ciao. So. Ist ja nicht das Problem. Kann man ja einfach abreißen. So, und in die Gegenrichtung wollen wir dann ja auch hier drüber. Tempo, ja, da kann man mit 300 dann rausgehen. Aber vorerst müssen wir dann noch nicht raus. Das ist einfach nur, dass uns hier die KI das Ganze nicht zubaut, wenn wir dann irgendwann weiter in Richtung Tropico bauen wollen. Achso, was ich auch noch vergessen habe zu sagen. Wenn euch dieses Video gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Dann wird dieses Video leichter gefunden. Und ja, genau. Das sollte man vielleicht noch mit erwähnen. Währenddessen können wir hier einmal die Strecke rüberziehen in Richtung Hauptbahnhof. Ich glaube, da sollte passen. Okay, da müssen wir noch deutlich weiter nach unten. So, und jetzt ist die Frage, nehmen wir hier diese Gleise, die wir auch so schon angebunden haben? Boah, ich denke, dass das jetzt nicht das Problem sein sollte. Okay, also. Dann schließen wir das so mal an. Hier, was brauchen wir da für ein Tempo? 258 ist eigentlich in Ordnung. 280 ist aber schöner, deswegen nehmen wir die 280 und dann ja, gehen wir hier mal in Richtung Erdboden. Ich glaube, hier das letzte Schienenstück können wir einmal noch abreißen, ja, damit wir hier etwas besser am Boden eben ankommen. So, und wenn wir jetzt hier eine Kurve bauen würde, dann hätte die, okay, das ist mir zu langsam, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein Stück Gleis abreißen. Hier sogar ein bisschen mehr. Also ich schätze mal, dass wir dann hier in die Kurve gehen sollten. Ich hätte da schon gerne eine akzeptable Höchstgeschwindigkeit und akzeptabel heißt definitiv über 250. Ja, das heißt 236 ist da immer noch zu niedrig. Okay.
Dann gehen wir am besten hier schon mal um die Kurve rum. Tempo 300. Ja, sieht eigentlich okay aus. So, und wenn wir das dann verbinden, dann sollten wir da hoffentlich auch bei Tempo 300 rauskommen. Ja, tun wir. Wunderbar. So, das zweite Gleis sollte dann kein Problem mehr sein. Das können wir einfach direkt daneben ranlegen. Ja, verlängern wir noch bis hier oben. Und dann... Genau, wir halten hier. Das ist schon mal schön. Ja, und weiter fahren wir vorerst noch nicht. Ja, das heißt, wir brauchen hier dann irgendwie eine Weiche. Ich lege die mal so rum. Oh, da haben wir nur ein Tempo von 150. Ist vielleicht doch besser, wenn wir das so rum machen. Genau, da kriegen wir dann direkt schon ein Tempo von über 200 km/h hin. So, fehlen noch ein paar Signale an ein paar Stellen. So, hier zum Beispiel, dann hier hinten. Und ja, vom Bahnhof, also vor der Bahnhofseinfahrt nochmal. So. Okay. Dann haben wir hier theoretisch unseren Shuttle-Verkehr. Der, was für ein Stau hier. Okay, der aktuell pendelt und miese macht ohne Ende. So, wo haben wir denn hier? Shuttle. Genau, nach der Haltestelle 2 darf der aber in Zukunft weiterfahren. Einmal hier halten. Westbrücke, oh. Jetzt gibt es irgendein Problem, das heißt, ich pausiere mal kurz. So, Westbrücke, dann darf der hier halten und dann darf der hier halten. Hier ist erstmal Endstation. Genau, der soll dann auch hier wieder zurückfahren. Über Rudersdorf, Westbrücke, genau, Südstadt Industrie. Und dort hat es dann auch eine Weiche, wunderbar. Was ist das Problem? Ah, der Zug findet nicht mehr dorthin, wo er hin soll. Ja, genau, fahren wir nach Südstadt Industrie. Das klingt doch nach einem Plan. Genau, Westbrücke, Rulsdorf, die sind ja alle schon benannt. So, und das da, das benennen wir eventuell noch hier in den Hauptbahnhof um. Genau, falls ihr einen besseren Vorschlag habt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer drüber, wenn ihr eure Vorschläge hier mit einbringt. Genau, und dann legen wir uns hier weiter voran. Ja, das sollte jetzt... Also der Shuttle, der kann hier jetzt ohne Probleme rumfahren. Hier... Ja, gut, die Fahrgastzahlen, die sind eigentlich okay. Achso, eventuell sollten wir hier auch nochmal irgendwo eine Weiche unterbringen. Die machen wir jetzt wegen der Signalsetzung. Ja, und weil wir... Ah, wir halten jetzt... Wir halten auf dem Gleis. Okay, das heißt, wir sollten hier eigentlich in dem Bereich schon die Weiche ansetzen. Da könnte es halt so sein, dass das Signal... Ah, okay. Ja gut, wir können zumindest nicht ganz so schnell darüber fahren. Das ist ein bisschen schade, aber okay. Ja, das ist ja eh noch Bahnhofsausfahrt, da ist das nicht so schlimm. Okay, dann hätte ich nämlich hier gerne nochmal eine weitere Linie, die hier diese Strecke befährt, ja, nach Lummerländchen rüber. Die hält hier auch schon wunderbar, direkt auf dem Gleis, wo sie halten soll. Und das ist jetzt unser RE2. Ja, und der RE2, der bekommt natürlich auch noch ein Fahrzeug. Ich weiß nur noch nicht, was für eins. Da können wir uns ja mal schlau machen, was wir denn so für 14 Millionen kriegen können. Ja, je schneller, desto besser, versteht sich. So, und wenn wir da dann auf Fahrzeuge kaufen gehen, dann brauchen wir eine halbe Ewigkeit, bis wir dann hier die Züge auch tatsächlich angezeigt bekommen. So, was haben wir denn hier? 16 Millionen würde der kosten. Der ist dann sogar bei 19, weil er... Das wäre halt schon irgendwie schön. Kriegen wir, für 15 kriegen wir auch einen Dreiteiler mit immerhin 75 Kapazität. Wäre eine Option, würde ich sagen, fügen wir mal hinzu, kaufen wir und der darf dann hier auf den RE2 drauf. So. Sobald dann hier der Zug durch ist. Ach, hier haben wir auch sogar Coradias. Oh, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass wir die mal ausgetauscht haben. Ist aber auch okay. So, und sobald der dann weit genug vorgefahren ist, können wir hier mit dem nächsten Zug hinterherfahren. Ja, in Gegenrichtung ist gerade glücklicherweise frei. Das heißt, das gibt vom Signal her kein Problem. Ja, und dann kann der hier hoch beschleunigen. Gut, und ja, wenn wir schon dabei sind, machen wir mal eine Mitfahrt hier von dieser Betriebsfahrt. So, jetzt können wir hier auch ein bisschen nach vorne gehen von der Kamera. So, einmal hier vor den Lokführer oder auf Position vom Lokführer. So, dann sieht man hier so ein bisschen was. Ja, wunderbar.
Genau, und dann schauen wir mal, wie wir hier so Bild für Bild dann nach oben fahren. Durch unsere Stadt durch. Ich hoffe mal, dass es dann im Tunnel ein bisschen besser wird. Von der Framerate her. Aber ja. Ich weiß auch nicht, ob es das schlauste. Also, ob es die schlauste Idee war, hier ein Großstadtprojekt in Transport Fever anzufangen. Weil, naja, FPS. Man kennt es ja. Ja. Die zwingt dann früher oder später auch den mächtigsten PC in die Knie. Gut, mein PC ist jetzt sicherlich nicht der beste, aber er ist halt definitiv auch nicht der schlechteste. Und insofern, ja, müssen wir mal schauen. Eventuell machen wir auch nochmal irgendwie was anderes in Transport Fever. Ja, könnt ihr mir ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ja, hoffen wir mal, dass es jetzt gleich im Tunnel ein bisschen anders wird. Auf jeden Fall werden wir langsamer. Ja gut, da ist halt gerade noch der Zug vor uns, der ja gerade im Bahnhof hält. Das ist ja relativ selbstverständlich, der muss hier erstmal rausfahren. Ja, da kommt er auch schon an. Und sobald der dann auch über die Weiche drüber ist, sollten wir losfahren können. Genau. So. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das besser wird, und wenn nicht, dann steige ich einfach irgendwo auf halber Strecke aus. Weil ich glaube, also mit, ja, wie viel wird das sein? 1, 2 FPS macht halt eine Mitfahrt nicht so viel Spaß. Gebe ich ganz offen zu. So, da rasen wir jetzt erstmal hier mit knapp 100 durch den Bahnhof. Dann geht's direkt im Anschluss durch die Kurve. Mit Tempo 90 zur nächsten Haltestelle. Ja, und unser erster Halt wird tatsächlich Lummerländchen sein. Genau, Südstadt. Da halten wir aber auch nicht, sondern fahren weiter. Genau, dann kommt hier jetzt die Westbrücke, oder wie die Station heißt. Ja, auch wieder mit einem Mittelbahnsteig und in einem relativ engen Radius. Ja, da können wir nur mit 80 durchfahren. Irgendwo links müsste ich hier, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gehört habe. Okay, schade, da kam man mit der Kamera nicht hin. Der andere Zug sein. Aber das sieht man gerade recht schlecht aus dieser Perspektive. So. Hier in den Kurven sieht man allgemein gerade relativ schlecht. Aber naja. Und ja, dann geht's hier jetzt wieder ins Tal raus. Und ja, hier halten wir auch nicht. Aber immerhin, die Station wird genutzt. Also, da wird der Shuttle dann hoffentlich auch ein bisschen rentabler werden. Wenn da tatsächlich Leute ein- und aussteigen. So, dann steil nach unten. Rüber in Richtung Hauptbahnhof. Ja, da hinten sieht man auch gerade einen Fernbus, der hier in Richtung Stadt fährt. Ja, und das ist unsere neue Station. Und aktuell fährt er noch relativ wenig, aber das kann sich ja auch noch ändern. Ja, wenn, also aktuell dürften wir hier ja, glaube ich, nicht mal ÖPNV haben. Okay. So, dann ich weiß nicht, wollen wir die Strecke nach hinten? Nee. Die schenken wir uns jetzt mal. Da steigen wir mal aus. So, und ich habe ja gesagt, wir haben hier aktuell nicht mal ÖPNV. Das ist natürlich ungünstig. Und das würde ich auch gerne ändern. Jetzt ist die Frage, hat das Ding hier eine integrierte Bushaltestelle? Da bin ich mir nämlich echt nicht so sicher. Ich könnte es mir vorstellen. Im Original hat es das ja. Hier hat es jetzt nur die Tram. Also, hier hat es auch Tramgleise unten drunter. Aber es scheint keine Bushaltestelle zu haben. Wir können es ja aber theoretisch mal testen, indem wir hier eine neue Linie von hier, wo haben wir denn eine Bushaltestelle? Da oben. Da hochfahren lassen wollen. Okay, das wird nicht funktionieren. Das ist schade. Aber okay, verständlich. Das heißt, das kann wieder weg. So, und wir bauen jetzt dann stattdessen irgendwo hier vorne unsere Bushaltestelle hin. Gebäude, was nehmen wir denn da? Ja, komm, hier so eine schöne moderne Bushaltestelle.
Und mit der wollen wir möglichst staufrei die Stadt erschließen. Das heißt, ich denke mal, dass wir da dann diese Querstraße nach oben nehmen. Also wir halten hier nochmal, um die ganze Ecke mitzunehmen, halten dann hier vorne. Genau, hier oben. Da haben wir dann auch nochmal einiges und fahren dann da die Schleife, würde ich sagen. Beziehungsweise in der Gegenrichtung würde ich dann tatsächlich hier nochmal halten. Ja, dann können wir auch da nochmal eine Schleife fahren. Okay. Angenehm. Beziehungsweise, nee, wir machen das anders. Die reiße ich gerade nochmal ab. Kriege ich nochmal ein bisschen Geld zurück. Wir fahren direkt schon hier oben die Straße. Ich glaube, dann haben wir da ein bisschen weniger Stauprobleme. Und halten dann da nochmal. Dann nehmen wir die Ecke nämlich auch noch mit. Das sollte ganz angenehm sein. So, und dann brauchen wir jetzt hier diese neue Linie. Die darf dann hier einmal ganz bequem nach oben fahren. So. Hier wieder zurück. Wunderbar. Am Bahnhof ist jetzt ein bisschen unpassend, aber okay. So, das ist jetzt unsere Bus 5-Linie. Und auf die müssen natürlich auch noch Busse drauf. Da ist jetzt die Frage, boah, was haben wir denn hier schon für wahnsinnig viele Hochhäuser hier? 32 Leute jeweils drin. Ja, das ist kein Wunder, dass da Verkehr ohne Ende entsteht. Den müssten wir auch noch abdecken. Aber okay. Dafür bauen wir das Ganze, ja. So, hier ist ein Straßenbahndepot. Wir wollen aber keine Straßenbahn, sondern Busse. Ja, die kaufen wir hier hinten. Da nehmen wir dann auch wieder hier unseren wunderschönen Elektrobus, wenn wir ihn finden. Ja, hier hinten. Ich denke mal 3 Stück für den Anfang. Die färben wir allesamt noch in diesem dunklen Rot. Und die dann dürfen sie auf die Bus 5 drauf. So, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht wird das Angebot ja angenommen. Ja, auch hier vorne mit dem Umstieg. Ich meine, wir haben hier ja einmal eine Treppe hoch. Wir haben hier einen Zugang zu dem allen nach unten. Also ich meine, da ist ja auch einiges noch im Einzugsbereich mit drin. Ist ja ganz nett. Ja, aber direkt wieder entfallen. Ah ja, ich wollte die U-Bahn verlängern. Ja, die U-Bahn, die soll natürlich auch noch bis zum Hauptbahnhof fahren. Ist jetzt die Frage, wie ist denn das hier von Bahnsteigen her? Okay, die beiden Gleise, die haben überhaupt keinen Bahnsteig. Das könnten wir für den Güterverkehr nutzen. Ich würde aber ganz gerne auch noch mit der U-Bahn irgendwie hier rüberkommen. Da ist jetzt halt die Frage, wo fahren wir da lang? Ja, dass wir da geschickt irgendwie dann dort ankommen, wo wir ankommen wollen. Die andere Sache ist, welche Gleise nutzen wir denn für die U-Bahn? Ja, also wollen wir von Norden oder von Süden da rein? Oder wie haben wir das geplant? Eventuell sollten wir da die Gleise nochmal verlegen, falls wir wirklich dieses Gleispaar hier nutzen wollen. Ansonsten, ja. Ja gut, können wir ja noch überlegen. Wir können ja erstmal, also aktuell halten wir ja hier. Und wenn wir von dort weiter wollen, wir können natürlich einmal der Buslinie entlang folgen. Da würden wir halt schon ziemlich dicht ans Zentrum rangehen und so vermutlich auch die ein oder anderen Fahrgäste mitnehmen. Ansonsten könnten wir aber auch weiter unten. Wenn wir mal auf die Landnutzung gehen, das ist doch auch eine Option. Nee, nicht Transport. Reiseziele. Oh, das ist natürlich auch immer sehr, sehr spannend. Wo wollen die Leute hin? Okay, also hier so eine Längsverbindung wäre natürlich auch praktisch. Die haben wir aktuell halt noch nicht. Diese Achse. Da könnte man zumindest so ein Stück weit, denke ich, hier unten rum entlasten. Ja, ob wir das können, weiß ich noch nicht, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass das eine Entlastung bringen würde. Ja, wenn wir da dann diese Achse fertigstellen. Die würde ich dann aber tatsächlich südlich vom Zentrum Richtung Hauptbahnhof. Oder? Okay, was ich auch noch schauen wollte, genau das hier ist die Übersicht. Wir haben hier ziemlich viel Wohngebiet und ich denke, vom Wohngebiet kommen halt auch sehr, sehr viele, die dann eben rüber wollen. Aber ja, wir können auch unten gehen. Ja, das ist nicht das Problem. Ja, dann schließen wir hier unten an, können das da drüben nutzen, um dort dann mit der Metro, was weiß ich, über eine Brücke rüber und danach dort hinten oder so. Da gibt es ja sicherlich auch Möglichkeiten. Okay,
Also, bauen wir mal dann weitere Bahnhöfe, würde ich sagen. Wir wollen einen Hochbahnhof. Ja, wir fahren hier ja auf einer Hochbahn. Und ich glaube, vom Gelände her, das wird es nicht zulassen, dass wir da so schnell wieder in den Untergrund gehen. So wie ich mir das anschaue. Wobei, also... Ich hätte auch kein Problem damit, wieder in eine Tunnelstrecke zu verfallen. Wir könnten natürlich auch versuchen, da nochmal irgendwo ebenerdig was zu bauen. Das wäre auch eine Option. Wird vermutlich ein bisschen schwierig bei diesem Besiedlungsgrad, aber okay. Also. Probieren kann man es ja mal. Da wäre dann so ein Bahnhof hier. Denke ich, relativ reizvoll. Seitliche Gleise ohne. Genau. Also sowas in der Art. Den könnte man theoretisch... Warte, 140 Meter Bahnsteiglänge sollten da ausreichend sein. Ja, für unsere Metro. Ja, den könnte man mit Sicherheit irgendwo hier hinten verbauen. Ja, da müssten halt nur ein paar Bushaltestellen weichen. Beziehungsweise, was heißt nur? Das ist ja auch nicht gerade unerheblich. Probieren wir einfach mal. Ja, also angenommen. Wir reißen jetzt das Ding hier ab. Das Ding muss weg. Und ich denke, diese Straße hier wird auch noch weg müssen. So. Und dann versuchen wir hier entsprechenden Hochbahnhof hinzubauen. Eventuell sogar ein bisschen quer. Genau. So. 695.000. Billig ist anders, aber hey. So. Und dann halten wir dort in erhöhter Lage. Aber im Vergleich zu da, da haben wir immer noch einiges an Steigung. Wir können ja mal probieren, was passiert, wenn wir versuchen, das direkt zu verknüpfen. Eventuell probieren wir es in der Gegenrichtung. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Ja, und da sehen wir es schon. Okay, wir sind hier noch viel zu weit oben. Okay, dann war unsere Abrissaktion hier, denke ich, erstmal mehr oder weniger umsonst. Das heißt, denn hier die Station muss nochmal weg. Stattdessen reißen wir dann lieber dort hinten ein bisschen was ab. Weil ich hätte den Bahnhof halt auf jeden Fall gerne irgendwo hier in der Ecke, aber wenn wir den halt nicht so bauen können, dann muss der in die Gegenrichtung gebaut werden. Und das heißt wiederum, das könnte sogar funktionieren. Probieren wir einfach. So, setzen wir hier ran. Genau, und wenn wir dann hier das jetzt nochmal probieren... Steigung zu groß, okay. Aber ich halte es zumindest für realistischer, dass wir das schaffen könnten. Die Frage ist, kriegen wir das jetzt auch noch mit Brückenpfeilern hin? Ja. Oder wird das komplett so eine Schwebebrücke? Ich weiß es nicht. Deswegen reiße ich diesen Abschnitt gerade nochmal kurz ab. Ja, das sieht ansonsten sehr, sehr komisch aus. So, und wir wollen nach oben. Und zwar auf möglichst direktem Weg. Ja, gut, hier hinten, da haben wir halt aktuell schon ein bisschen was abgerissen. Deswegen würde ich da auch vorerst bleiben. Und irgendwie sieht die... Also, das Brückenende hier in dem Abschnitt ein bisschen komisch aus, aber okay. So, dann versuchen wir mal hier weiter nach oben zu kommen. Das sieht auch noch okay aus. So, dann wollen wir hier eine Rechtskurve. Aber nein, wir wollen natürlich nicht das Ganze mit der Straße verknüpfen, sondern so, dass wir irgendwie hier oben landen. Geht das mit der? Geht das damit? Nee. Irgendwie will er nicht so ganz. Brückenpfeiler-Kondition. Okay. Könnte man dann, also Wechsel von einem Brückentyp machen, temporär? Ja, das scheint irgendwie zu funktionieren. Okay. So, und dann, wenn wir da das, den Rest noch verbinden wollen, dann ist halt die Steigung zu groß. Okay, interessant. Und wir kriegen auch noch eine Brückenpfeiler-Kondition. Okay. Also. Das ist echt sehr, sehr schade, dass wir das nicht hinkriegen. Hier von der Steigung her. Wir könnten noch was probieren. Dann muss jetzt halt diese Brücke nochmal komplett weg. Und auch die Station muss nochmal weg.
Und wer hätte es gedacht, auch diese beiden Straßen müssen nochmal weg. Ganz, ganz schrecklich. So, und jetzt probieren wir den Bahnhof hier nochmal zu bauen. In einem bisschen anderen Winkel. Ja, das ist aber noch nicht alles, sondern auch auf einer bisschen anderen Höhe, nämlich weiter oben. So. Und ich hoffe, dass wir dann zumindest steigungstechnisch besser dorthin kommen, wo wir hinwollen. Steigung ist auf direkter Route immer noch zu groß. Okay. Macht nichts. Kann man nochmal machen. Probieren wir auch nochmal. So, gerade hatten wir es so, dass es einigermaßen eben war. Das heißt, wir gehen jetzt sogar nochmal ein Stück weiter hoch. So ungefähr. Ich hoffe, das reicht jetzt. Wenn nicht, dann können wir einen Hochbahnhof an dieser Stelle, denke ich, vergessen. Okay. Aktuell haben wir nur eine Kollision. Okay, damit kann man arbeiten. Weil ich meine, Kollision heißt, ja, man muss ein bisschen mit Brückenpfeilern aufpassen. Aber ansonsten sollte es gehen. Okay. Das heißt, wir bauen hier erstmal entlang von dieser Straße. Bauen dann hier einmal über diese Straße. Brückenpfeilerkollision. Warum? Wo ist hier das Problem mit dem Brückenpfeiler? Ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es echt nicht. Wenn wir jetzt hier rüber wollen, wo hat der ein Problem mit einem Brückenpfeiler? Also, ganz im Ernst? Warum? Okay. Halb so wild. Das weg, das weg, das weg. Und dann sollte es ja auch eigentlich kein Problem mehr sein. Wenn wir dann hier ansetzen und versuchen, das Ganze irgendwie zu verbinden. Brückenpfeilerkollision. Ich verstehe. Warum? Wegen so einer kleinen Straße oder was ist da jetzt das Problem? Also, ich will doch nur hier oben ansetzen. Okay, dann kommt diese Straße halt auch temporär nochmal weg. Ja, es ist zwar jetzt ein bisschen viel, was da temporär wegkommt, aber okay. Wenn das Spiel das ansonsten nicht bauen möchte. Aha. Der hat auch so noch eine Brückenpfeilerkollision. Ach so, vermutlich weil... Hahaha. Ich habe eine Theorie. So, fangen wir doch hier mal an mit der Brücke. So, und jetzt verknüpfen wir das Ganze. Und siehe da, keine Brückenpfeilerkollision, sondern entspannte Tempo 78. Ja, wunderbar. So, fehlt nur noch das zweite Gleis. Ja, Bahnhofsausfahrt mit 103 ist mehr wie ausreichend. So, dann wollen wir natürlich hier oben parallel anschließen. Tempo 76 haben wir da dann als Einfahrt. Das sollte auch noch ausreichen hier für die U-Bahn. So, dann wollen wir hier natürlich Signale stehen haben. Die wollen wir auch nochmal irgendwo hier auf freier Strecke. Einfach so ein Blocksignal. Und dann auch hier nochmal als Bahnhofsein- und Ausfahrsignal. So, dann kommen hier nochmal Wege hin. Ja, oder Straßen, wie auch immer. Ja, einmal hier als Verbindung, einmal hier als Verbindung, einmal hier als Verbindung. Ja, der muss zentral angeschlossen werden hier, der Bahnhof. So, dann das hier kommt alles weg. Ja, stattdessen nehmen wir hier die Straße einmal nach unten und einmal direkt nach dort drüben. Ja, und da, ja nee, komm, da bleiben wir auf dem Damm. Wenn schon, denn schon. So, hier hinten, da hätte ich auch gerne wieder irgendwie eine Verknüpfung. Kriegen wir das schöner hin. So ungefähr, ja, genau, ein Gebäude wird entfernt, das ist aber in Ordnung. So, dann würde ich gerne auch noch wieder dort oben hin. Das sieht auch okay aus. Und eventuell kommen wir sogar mit der Straße wieder durch. Ja, wunderbar. Okay. Ja, dann kann sich hier das Spiel wieder austoben, hier weiter zu bauen. Und wir bauen dann hier unten nochmal irgendwo eine Station hin. Oder, ja, vielleicht auch ein bisschen näher am Zentrum dran, also hier in dem Bereich. Fände ich auch nochmal cool. Wenn wir uns hier mal kurz die Höhenlinien anschauen, dann ist das auf einer ähnlichen Höhe.
Beziehungsweise ich probiere mal was. Nochmal. So, kommen wir denn hier... Wie kommen wir denn da überhaupt raus? Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Brücke. So wie ich das sehe. Ja, mit einer Brückenpfeilerkollision. So, theoretisch. Eventuell könnten wir da auch so eine Brücke nehmen. Dann haben wir keine Brückenpfeilerkollision. Das wäre insofern entspannter, wenn wir das machen würden. So, und jetzt fehlt mir wieder die Stelle, wo es funktioniert hat. Okay, das scheint die zu sein. Ja, sollte funktionieren. Kriegen wir da jetzt auch noch das zweite Gleis daneben, ist die Frage. Das scheint... Oh, was ist das für eine Brücke? Die kenne ich noch gar nicht. Okay, auch interessant. Könnten wir mal für eine Schnellfahrstrecke nutzen. So, hier in dem Fall ist allerdings dann diese Brücke hier vorgeschrieben, weil ansonsten sieht es einfach irgendwie komisch aus. Gut, bauen wir. So, und dann wollen wir, denke ich, irgendwo hier in den Untergrund. Für den Fall, dass es funktioniert. Oder zumindest oft ebenerdig. Fände ich schön. Also, wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir hier irgendwie eine ebenerdige Station hinkriegen würden. Ja, das heißt, ich reiß das hier mal ab, dann bauen wir hier ein Gebäude. Das kann ein kleiner Bahnhof sein. Ja, sowas in der Art. Länge 80 Meter. Ein Gleis. Reicht mir schon. Ja. Genau. Ja, konfigurieren kann man nämlich nachher noch. So. Dann würde ich auch gerne hier diese Querstraße nochmal abreißen. So, das Ganze wird jetzt alles andere als billig, aber okay. So, und die Querstraße, die wird vermutlich auch erstmal weg müssen. Kurzzeitig. So, dann konfigurieren wir hier. Ich hätte hier gerne Gleise. Und zwar unsere ganz normalen Hochgeschwindigkeitsgleise. Zack. Die hätte ich auch gerne hier drüben. Insgesamt auf 160 Meter. Dann brauchen wir hier eine Plattform weiterhin. Form? Genau, hier. Da nehmen wir auch weiterhin die. So, dann brauchen wir eine Invisible-Plattform hier an der Seite, glaube ich. Oder? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir irgendeine Art von Zugang und die würde ich einfach mal... Achso, Plattform-Stairs... Gratis. Warte, also ich möchte hier eigentlich nur einen Zugang haben, ja? Okay, so nicht. Ist das unter Verschiedenes dann? Ja, genau, hier, so, zack. So hätte ich das gerne. So, und dann brauchen wir hier hinten nochmal dann das Verschiedenes. Wo haben wir es? Verschiedenes, genau, hier. Ah, nee. Quatsch. Das Ding. Plattform Stairs. Okay, dann brauchen wir erstmal eine Invisible Plattform, wenn ich das richtig sehe. Wir brauchen dort dann die Plattform Stairs. Oder halt die Ground Stairs. Genau. So, und dort könnte man dann doch theoretisch rausgehen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, so. Zugang gelegt. So, und wenn wir das jetzt hier auf der anderen Seite noch machen, dann haben wir da auch nochmal einen Zugang. Was haben wir denn da jetzt hier? Warte, so, zack, Invisible Plattform, Ground Stairs, die da, so. Und auch hier nochmal verschiedene, so eine komische Treppe. Okay, wunderbar. Damit sollte man hier wunderbar diesen Bahnhof erreichen. Theoretisch. Praktisch brauchen wir da noch eine Straße hin. Ja, da können wir aber hier diese kleine Straße nehmen. So, die einmal hier anschließen. Dann auch von hier aus nochmal irgendwie mit einer Straße vor. Ach so, warte, die hätten wir gar nicht gebraucht. Das hat auch so schon Zugang. Okay, wunderbar. Dann könnten wir hier diese komische Treppe nochmal abreißen. Moment, was haben wir da? Das Teil, weg damit. Ja, kostet nur Geld, brauchen wir nicht. Haben auch so einen Zugang. Okay, cool.
Ja, und dann sollte das ja soweit passen hier an der Stelle. Alles, was noch fehlt, ist unser Gleisanschluss. Den können wir aber auch legen. Ja, einmal hier vorne. So, zack. Und dann auch das zweite Gleis noch. Und hier kriegen wir da irgendwie eine Straßenunterführung hin. Fände ich ganz cool. Kollision. Okay, probieren wir es mal mit dem Tunnel. Okay, scheint nicht zu klappen. Probieren wir mal hier irgendwie nach unten zu kommen. Mit Tunnel. Okay, das klappt wenigstens. Interessanterweise. Okay, probieren wir es einfach mal in die Gegenrichtung. Vielleicht klappt das ja auch. Okay, das würde auch klappen. Allerdings nicht ganz in die Linke. So, zack. Ein Gebäude wird entfernt. So, können wir jetzt hier nochmal ein kleines Stück abreißen. So, und stattdessen dann hier irgendwie an die Oberfläche kommen. So, ja komm, verbinden wir einfach so. Passt auch. Ja, und die Leute, die dann hier quer wollen, die... Ja, Querstraße gibt's nicht. Ja, geht halt nicht mehr. So wie früher. Ist aber okay. So, dann brauchen wir hier natürlich wieder Signale. Ja, die üblichen. Einmal hier Ausfahrsignale und dann drüben Einfahrsignale. Der Stationsabstand ist kurz genug, dass wir dazwischen sonst nichts brauchen. Ja. Genau. Und dann... Keine Ahnung, ich hätte hier in dem Bereich eigentlich gerne noch mal eine Station, aber ich glaube, wir brauchen sie nicht. Deswegen würde ich da einfach mal... Ja, das ist auch immer so eine Frage, wie wir durchkommen. Wir wollen ja auf... denke ich, hier jetzt das hintere Gleispaar nutzen. Ja, dass wir das hier nochmal für den Fernverkehr haben. Und die Fernverkehrsgleise halt alle zusammen. So, das heißt, wir gehen hier hin. Jetzt die Frage, wollen wir nach unten oder wollen wir oben über die anderen Gleise drüber? Ich vermute, wenn wir oben drüber wollen, dann ist das Ganze deutlich entspannter für uns. So, das heißt, wir nehmen hier einmal die Betonbrücke. Versuchen hier dann auch mit dem anderen Gleis dran zu kommen. Tempo 80 ist vollkommen ausreichend, wie gesagt. So, und dann wollen wir hier einmal rüber. Ja, und da können wir dann auch schon wieder steil nach unten. Tempo 53, ja. Wie gesagt, wir wollen ja nicht aus der Stadt raus mit der Strecke. So, und ob wir dort hinten dann noch einen Bahnhof bauen oder nicht? Ich denke mal nicht. Einfach, weil hier die Steigungen zu groß sind und ja, auch von der Höhe her. Wir brauchen einfach keinen. Oh, uns geht das Geld aus. Sollten wir vielleicht die Zeit ein bisschen weiterlaufen lassen. Aber ansonsten, ja, wir bauen das einfach... Ja, ich teile das in zwei Folgen auf. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die hier hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und ciao.